Moin, ihr Sizzler, und damit herzlich willkommen zu dieser Burger-Folge von den Sizzle Brothers. Heute widmen wir uns dem McRib, denn nachdem wir neulich ein Cheeseburger-Video gemacht haben, wo es darum ging, einen Cheeseburger für 1,49 Euro nachzubauen, das sehr erfolgreich war und auch viele Kommentare kamen zu verschiedenen Burgern, haben wir uns überlegt, heute machen wir das Gleiche nochmal mit dem McRib. Ich möchte aber vorher nochmal eine kleine Sache dazu erzählen, denn wer das Cheeseburger-Video gesehen hat, ich verlinke das mal hier oben, der wird in den Kommentaren auch gelesen haben, dass dann viele geschrieben haben, yo, das ist ja totaler Quatsch, was ihr da gemacht habt, denn ihr gebt 1,49 für Ware aus, habt aber noch nicht eingerechnet Gas und Grillkosten und so weiter, während ja bei McDonald's, der den produziert, bei 1,49 schon sämtliche Kosten für Personal und so weiter mit drin sind. Da habt ihr natürlich 100% recht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir als Endverbraucher zahlen dafür 1,49 bei Mc's. Und wenn ich ihn selber mache und Zutaten für 1,49 auskaufe, habe ich auch 1,49 ausgegeben. Wir wollen ja nicht versuchen, einer Fastfood-Kette zu zeigen, wie sie den Burger besser machen können. Wir wollen nur zeigen, wie könnt ihr ihn selber machen mit dem gleichen Kostenapparat. Gasverbrauch kann ich mit Sprit gegenrechnen. Klar, einen Grill muss ich besitzen. Ich kaufe mir nicht einen Grill für keine Ahnung wie viel 100 Euro für einen Burger. Ist logisch. So viel kurz dazu. Ich hoffe, dass das jetzt verständlich war, wie eigentlich unser Ansatzpunkt ist. Und ja, ich fange einfach mal an. Das haben wir beim letzten Mal. Oha. Oha. Guckt euch den mal an. Ich wollte eigentlich nur mal den originalen McRib rausholen, aber wenn ich das sehe, muss ich sagen, jo, der ist so leicht zerschossen und auch ja, spärlich belegt. Ich sehe zwei Gürkchen, ich sehe ein bisschen Zwiebel, viel Soße und Fleisch. Und das Fleisch ist ja geschickt gemacht. Das Fleisch sieht aus wie eine Rippe, heißt ja auch McRib. Tatsächlich ist es aber laut der Seite oder laut McDonald's ist es, sind es, Moment Julian, korrigiere mich, nur ganze Stücken aus der Schulter und dem Schweinebauch, ne? Genau, richtig. So, jetzt mache ich aber mal was. Ne, vorher wiege ich einen Eimer, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Wir gucken mal, was wir hier für 4,29 Euro übrigens, falls ich es noch nicht gesagt habe, bekommen. Und das sind ganze 184 Gramm Burger. Das ist ja der Wahnsinn. Also 184 Gramm wiegt das Ding komplett. Ich schenke es mir jetzt mal, das Patty zu wiegen, weil ich vermute, das wird so 120, 130 Gramm wiegen. Den Rest nehmen Brötchen, Soße und Gurke, Zwiebel ein. Aber ich möchte jetzt einmal das Fleisch nehmen. Dafür muss ich mal ein bisschen auseinandernehmen. Denn das hier ist definitiv, wenn ich mir das von der ganzen Struktur hier angucke, ist das definitiv kein ja, Schweinebauch oder Schulterfleisch am Stück. Das ist in meinen Augen definitiv Formfleisch. Und ja, zusammengesetzt oder auch fein gehäckselt, zusammengesetzt und so weiter, hat mit richtigem Fleisch wenig zu tun. Aber wir wollen ja den Geschmack oder den Burger nachbauen und da mussten wir uns was einfallen lassen. Wir könnten jetzt einen Schweinebauch nehmen oder eine Schulter und über viele Stunden smoken, indirekt low and slow grillen quasi, um ein weiches Ergebnis zu kriegen. Vielleicht auch dämpfen wie richtige Rippchen, dann kriegen wir auch so ein weiches Fleisch, was von der Konsistenz ähnlich ist wie Formfleisch hin. Wir haben uns aber überlegt, wer so einen McRib nachbaut, der braucht eine Alternative, die schnell geht. Und was sollen wir sagen? Hackfleisch ist definitiv eine Alternative. Wir haben hier grob gewolftes Schweinehackfleisch, das hat 20-22% Fettanteil, also das wird ordentlich saftig und ist eben Schweinehack, sprich Standardburger in aller Regel immer Rinderhack. In dem Fall tatsächlich einfach mal Hackfleisch vom Schwein. Das macht ja am Ende auch den McRib besonders, dass es eben kein Rindfleisch ist. So, und dieses Hack werden wir jetzt gleich formen. Übrigens, wir haben ja gesagt, wir bauen den für 4,29 nach. Das möchte ich mal kurz einfügen. Jetzt ist es so, bei dem Belag muss ich nicht rechnen. Wir haben hier zwei längliche Burgerbrötchen. Die sind selbst gebacken, nicht von uns, aber von einem befreundeten Bäcker. Wenn ihr die selber macht, das kostet euch 1 Euro und dann habt ihr oder 2 Euro und ihr habt wahrscheinlich 5-6 Brötchen. Zwei Scheiben Gurke, das bisschen Zwiebel kann ich gar nicht hochrechnen. Das mögen 20 Cent sein, nicht mal. Und das Hackfleisch, gutes Schweinehack, so Kilo 9, 10 Euro. Das heißt, wir können hier auch 300, 400 Gramm Fleisch drauf machen, haben immer noch Puffer nach oben. Das heißt, für 4,29 kriegen wir definitiv so ein McRib hin. Aber jetzt, und da wollte ich eigentlich mit weitermachen, Thema Gewürz. Denn, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, aber es wird explizit geschrieben, dass bei dem McRib
eben nicht nur Salz, Pfeffer oder ähnliches im Patty ist, sondern auch Rosmarin. Und zwar Rosmarinextrakt. Rosmarinextrakt, das wird so ähnlich wie Vanilleextrakt wahrscheinlich irgendwie, ja, irgendeine Flüssigkeit sein. Irgendein künstliches Zeug oder so, keine Ahnung. Wir haben es noch nie gesehen. Julian, hast du schon mal im Supermarkt Rosmarinextrakt gesehen? Nee, natürlich nicht. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Rosmarinextrakt gesehen? Keine Ahnung. Ich kenne es nicht, deswegen nehmen wir einfach frischen Rosmarin. Den haben wir uns eben hinten von unserem Rosmarinbusch, der ursprünglich mal hier gehangen hat, wo jetzt das Burgerbild hängt. Da war mal der Rosmarinbusch, den haben wir jetzt erstmal umgeparkt, müssen mal gucken, wo wir ihn anbringen. Sei es drum, da habe ich den Rosmarin her und hacke den schön fein. So, reicht doch schon. Gut, und so kriegen wir auf jeden Fall diese, ja, Rosmarinnote ran, die sicherlich auch was Besonderes ist. Ein Rindfleischburger mit Rosmarinnote habe ich auch noch nie gesehen. Ist auch ein Schweinefleischburger. Ich weiß. Aber so, ich sage, ein Rindfleischburger mit Rosmarin habe ich noch nie gesehen. Das ist das Schweinefleisch, passiert, wenn man nur, ist schon richtig. Das passiert, wenn man sich aufs Film konzentriert. Genau, und nebenbei klugscheißen will. Das kenne ich, Julian. Gut, ich mache hier schon mal Salz, Pfeffer ran. Salz geht immer. Pfeffer wird der ein oder andere jetzt sagen, ein richtiges Burger-Patty würzt man erst hinterher und Pfeffer und so. Macht das ruhig hinterher, wenn ihr das wollt. Wir machen es in dem Fall einfach vorher ran. Ich muss auch ehrlich sagen, ich mache hier frei Schnauze ein bisschen Salz, Pfeffer ran. Wahrscheinlich viel zu wenig, aber es spielt kaum eine Rolle, weil wir den hinterher in Soße tränken werden. Apropos Soße, ich mache mal nur eine Hand dreckig, dann kann ich euch schon mal was zeigen. Denn so ein Burger lebt ja von der Soße. Jetzt könnten wir anfangen und die McRib-Soße probieren und versuchen nachzumischen mit Liquid Smoke etc. pp. Haben wir auch irgendwann durchaus schon mal im privaten Rahmen gemacht. War auch lecker, aber wir sind ja für unseren Shop immer auf der Suche nach neuen Soßen für unseren Online-Shop und haben neulich auch so ein Soßen-Barbecue-Soßen-Testvideo gemacht. Und kurz nach dem Dreh des Videos hat Julian eine neue Soße entdeckt, und zwar diese hier. Die heißt Barbecue-Burger-Soße, feine Gewürzsoße. Und diese Soße trifft zu, ich würde behaupten, 95%, Julian? Ja. 95-96% den Geschmack der originalen McRib-Soße. Man muss auch dazu sagen, ich bin ja ein großer McRib-Fan tatsächlich auch. Ja. Also ich mag die Soße total gerne. Und das Thema dabei ist, ich habe da an dem Löffel geleckt. Na, guck dir mal, was ich meine, an den Löffel geleckt. Und habe auf jeden Fall am Ende McRib-Geschmack gehabt. Das war genau großartig. Ja, und von daher haben wir uns entschieden, diese fertige Soße zu nutzen. Ich glaube, wir haben sie mittlerweile auch im Shop aufgenommen. Julian, korrigier mich. Ja, das haben wir aufgenommen. Könnt ihr also mal reinschauen. Ansonsten, wenn ihr eine selber mischt, die Soße lebt von Rauch. Ja, Liquid Smoke. Große was? Ich kriege hier gerade eine Info, sag's mal laut. Ein Liter Soße. Ein Liter, ja, es ist ein Liter Soße. Also da ist wirklich viel drin. Das sollte man vielleicht wissen. Es war schön zu sehen, wie liebevoll du gerade Rippchen ja, formst. Pass auf. Ich habe ja gesagt, das Formfleisch sieht so aus wie so Rippchen. Und jetzt versuche ich das natürlich hier so ein bisschen in das Patty mit einzubauen. Ob das dann am Ende so aussieht. Keine Ahnung. Übrigens eine kleine Sache noch. Wir wurden gefragt, wir haben so abwertend über den Cheeseburger gesprochen, sage ich mal, von der Fastfood-Kette, ob wir denn nie da essen würden. Wir geben es zu, natürlich essen wir auch mal bei einer Fastfood-Kette. Wenn wir eine längere Reise haben, haben wir auch viele geschrieben, was bleibt einem schon anderes übrig. Irgendwann muss man mal was essen, wenn man nichts mit hat, hält man eben da an. Von daher, Julian, bekennender McRib-Fan. Läuft. Würde ganz gerne mal wissen, an die lieben Zuschauer, ich bin ja nur im Hintergrund zu sehen, aber, also zu hören, welcher Burger ist euer Lieblingsburger, wenn ihr denn mal den Weg in eine Fastfood-Kette wagt? Oder sagt ihr alle pauschal, niemals würde ich in einer Fastfood-Kette essen? Das glaube ich euch zwar nicht, aber wenn dem so ist, ist das natürlich sehr, sehr löblich. Ja, mich würde es auch interessieren tatsächlich. Gut, also, Burger Patty ist an das Brötchen angepasst, ist etwas größer. Kann ich euch nur immer empfehlen, wenn ihr Burger macht, Patty etwas größer machen, denn wie auch bei einer Frikadelle, da Ding schrumpft ein bisschen, wird dafür ein bisschen dicker. Also lieber etwas größer wählen, damit es am Ende nicht irgendwie nur das halbe Brötchen blägt, sondern wirklich komplett in das Ding reinpasst. Und ansonsten würde ich sagen, ich schnippel gleich noch mal ein bisschen Gurke hier runter. Ich brauche ja nur zwei Scheiben. Nein, ich mache vielleicht auch vier drauf. Ein bisschen Zwiebel hier so in Viertelringe. Und ja, ich grill mal unser Fleisch. Den Grill haben wir übrigens volle Pulle vorgeheizt. Heute mal wieder unser kleiner Travel Q. Der läuft hier volle Lotte, hat ja über 315 Grad, zeigt der Deckel an. Also der ist richtig heiß. Da grillen wir jetzt unser Patty, bis es fertig ist. Wir werden das so
gut durchgrillen und dann belegen wir gleich noch einen Burger zusammen. Da ist er, unser fertiger McRib. Und wenn ich die beiden mal vergleiche, original gegen unsere Variante, ich sag mal, ihr dürft gerne entscheiden, welchen ihr optisch schöner findet. Fairerweise muss ich aber dazu sagen, dass der Kollege hier vom Fastfood-Restaurant schon seit 2-3 Stunden bei uns jetzt gelegen hat, natürlich kalt ist, weil wir den natürlich vor dem Dreh irgendwann holen mussten. Von daher, ja, frisch sieht er vielleicht noch etwas besser aus. Aber unser McRib sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Diese Form des Patties ist drin geblieben. Wir haben ein paar mehr Gurken drauf, ein bisschen mehr Zwiebeln und wir liegen hier trotzdem noch weit unter 4 Euro Warenaufwand. Und ja, Julian, soll ich einfach mal reinbeißen? Mach mal. Komm, ich beiß mal bin rein. Bin sehr gespannt. Mm. Also eins steht fest, der Burger lebt von der Soße, das ist einfach so. Ja, hier ist ja fast nur Soße, aber fantastisch. Komm, Julian, du bist Burger McRib-Experte, willst du mal? Warte, dann muss ich hier gucken, wie das geht, Achtung. Die Kamera legt man an mir so hin, hast du gesagt, ne? Stell ab. Also ich sehe heute aus wie ein Lumpi, aber... Oh, nein. Oh, er lebt. Gut, dass das nicht so durchtropft. Hab ja aber schon was vorbereitet. Also ich kann euch eins sagen. Unser McRib ist wirklich fantastisch. Und die Soße, ich sag sogar 96%. Unglaublich geil. Unglaublich gut, ja. Aber konsistenztechnisch müssen wir auch dazu sagen, das ist jetzt Hackfleisch. Ich habe das relativ fest geknetet. Trotzdem ist Formfleisch oder ganz lange weich gekochte Rippchen oder sowas ist natürlich von der Konsistenz noch anders. Trotzdem ist das Weltklasse so. Mega geil. Unbedingt nachmachen, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Lohnt sich wirklich. Wenn ihr einen McRib-Soßenrezept kennt, dann postet es doch einfach mal unten in die Kommentare. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen nachmachen, aufkochen. Ja. Ansonsten ist die Soße wirklich der Knaller. Genau. In diesem Sinne, Daumen nach oben, abonnieren, wenn nicht schon passiert, beim Podcast mal vorbeihören auf iTunes, nennt sich Nice to Meet You Podcast und ich bin weiterhin durchgeschützt und ohne ohne Gildenhaare. Mach mal nicht so, drauf komm, umdrücken. Guck mal, einmal Vergleich, komm, einmal Vergleich. Auf Fall. Okay, mach's bis gut, zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ich wollte eigentlich auch noch einmal Vergleich, schön Teller, ne? Ja, mach da mal hoch, komm, jetzt, Julian, die Kamera läuft doch gar nicht.